Würden Sie mir sagen, seit wann Sie in Österreich sind? Seit 2006 Jänner. Was bedeutet es für Sie, wenn Sie nach Polen abgeschoben werden? Das ist schwer zu sagen, aber es ist. Zurzeit für uns ist es so schlecht, weil wir schon hier in Wien integriert sind. Und alles, was wir haben, die hier und wie man sagt, die zweite Heimatland ist für uns in Österreich. Mhm. Haben Sie Angst, dass Sie von Polen nach Tschetschenien weiter abgeschoben werden? Natürlich. Das ist die schlimmste und die schrecklichste. Ja, heute sollen wieder Familien aus dem Börpel-Skipass abgeschoben werden. Mhm. Warum? Weil sie das Verbrechen begangen haben, dass sie 5 Jahre nicht abgeschoben werden konnten, weil die Mutter sehr schwer krank ist. Jetzt sind die aus Tschetschenien, sollen nach Polen zurückgeschoben werden, Polen schiebt weiter ab. Ja, in Polen können sie dann eine Zeit lang verbringen, vermutlich wird der Bruder in Schubhaft kommen, dann wird man sagen, Polen muss über ein Asylverfahren entscheiden und Österreich hätte nur in diesen Fall eintreten brauchen, um der Familie diese Not und dieses Elend zu ersparen. Jetzt hat Peter Pilz vor 2 Wochen aufgedeckt, dass das Innenministerium mit Tschetschenen, mit dem tschetschenischen Geheimdienst zusammenarbeitet und sich bei denen erkundigt, ob die Leute hier Asyl kriegen sollen oder nicht. Ich meine, sehen Sie es noch irgendwie im Boden des Asylgesetzes oder auch unserer Verfassung? Ich sehe überhaupt keinen Boden mehr. Das ist ein Fass ohne Boden, was hier passiert, in jeder Hinsicht. Im Übrigen zur Familie, die da oben sitzt, ja, wo die Frau seit 5 Jahren durchgehend nicht ansprechbar ist und wir bemühen uns, sie zu stabilisieren und sie ganz bewusst nicht gleich ins Spital zu bringen, damit man uns nichts unterstellt, ja, kurz vor der Abschiebung. Der Ehemann und Vater der beiden Söhne wurde verschleppt von den Russen. Ja. Das heißt, man kann sich vorstellen, was der Frau droht, wenn die wieder nach Tschetschenien zurückkehren sollten. Und das wären sie sicher. Davor hat aber der Kleine noch einen ordentlichen Schock mit seinem Bruder, weil er in ein ihm völlig fremdes Land kommt und dort sich wieder einfinden muss. Was passiert denn jetzt? Werden die von hier in die Polizeianhalte oder nein, wohin werden die gebracht? Nein. Sie werden, eine Errungenschaft haben wir schon geschafft, ja, mit dem Fall Komani. Und zwar ist es so, dass sie nicht mehr mit offenen Waffen, nicht mehr, so steht es in der Weisung des Innenministeriums, nicht mehr in Uniformen hereinstürmen, sondern dass die Beamten in Zivil kommen werden und in Begleitung vom Psychologen kommen werden und dass sie auf keinen Fall mehr in einem Polizeianhaltezentrum untergebracht werden dürfen. Das heißt, die fahren von da sofort zum Flieger? In einer dann dafür eingerichteten, Moment, ich habe es vor mir, in einer dann dafür eingerichteten, entsprechenden, nein, ich habe es im Büro, Wohnung sollen sie betreuten Wohnung sollen sie untergebracht werden. Fühlen Sie kleines das nicht Detail, als ein Ding gegen Sie? Kleines Detail am Rande, ganz so astrein ist es doch nicht gelaufen. Es handelt sich ja um denselben Einsatzleiter, der die Komanis vor 6 Wochen sehr brutal abgeschoben hat, der heute hier vorbeikommen wird. Das zeigt, wie wichtig es ist, wenn eine Weisung von oben kommt, wie man sich da verändern kann als Polizist. Das ist das eine. Und das zweite ist, der Herr Magister Kraxner hat mir halt schon wieder einmal drüber geschwillt bei einer Auskunft. Ich habe mich heute in der Früh erkundigt, ob das Jugendamt, das Zuständige, informiert wurde, so wie es der Weisung entsprechen muss, bei Magister Kraxner, und ob das Jugendamt mitkommen wird bei dieser Abschiebung. Er hat gesagt, na selbstverständlich haben wir das gemacht, ob die mitkommen, liegt in ihrem Bereich. Ich habe dann beim Jugendamt auch nachgefragt und das Jugendamt hat gesagt, sie werden niemals von der fremden Polizei angefragt und sind auch in dem Fall nicht angefragt worden. Ich habe die Auskunft vom Jugendamt schriftlich. Jetzt wird ich auf das vorher noch die andere Wohnung zurückkommen. Ja. Sehen Sie das nicht eigentlich als eine Versteuerung von Steuergeld? Ich meine, Sie sind da in einer Wohnung, es ist ein betreutes Wohnen, so wie ich das Börpel-Skip verstanden habe. Mhm. Jetzt der Unterschied, ich meine, also theoretisch kann man es auch von da am Flughafen führen, theoretisch, oder? Schon, aber praktisch ist es ein bisschen schwierig, weil in der betreuten Wohnung gibt es dann auch Betreuer, wo die Rückführungsquote bei 100% liegt und wo es keinen, nicht einmal 0,0001% an Quote gibt, wo Menschen vielleicht doch noch ein Rechtsmittel einlegen und so weiter und so weiter. Okay, danke vielmals. Bitte. Alle auf die Straße oder vielleicht hinten ins Eck oder so, wo man so unauffällig, oder da hinter die Tür, wir müssen die abtransportieren, die Mutter, und man will ihre Privat- und Intimsphäre wahren. Vermittlung erhebt man keine Ahnung. Aha, ich brauche die Frau Magister Hirschecker vom Generaldienst von der Fremdenpolizei. Der Magister Zwettler hat mir die Nebenstelle schon gegeben, aber... Bitte warten.
Das war heute die Familie, der Magomed ist da, der Kleine. Magomed, kommst du her? Ja. Der Kleine. Das war Jemine, ist das? Von der Freundin, wo ich war? Servus. Wir haben eigentlich die ganze Zeit gewartet, um die Schwierigkeiten zu dokumentieren, weil auch der Charakter gesagt hat, das soll jetzt anders laufen. Also nicht so wie beim letzten Jahr. Ja, das haben wir auch so ausgesagt. Und wir haben uns halt versammelt. Und der Telefon mit der Mama. Und im Laufe der Zeit, wir haben ja heute gesagt, um 18 Uhr nach dem Gespräch mit Herrn Kraxler haben wir auch gesprochen. Da haben wir auch noch ein bisschen gewartet, dass es nicht zu lang ist. Und wir haben immer wieder nach ihm gesehen und haben ihn dann runtergeholt zum Spielen und so weiter. Und ich war dann einmal oben und sie hat jetzt geweint, aber das ist klar. Und dann hat sie so einen Krampf gehabt im Arm. Ich habe leider gesagt, ich habe gesagt, also ich rufe jetzt niemanden. Ich habe einmal gefragt, ob ein Arzt da ist und direkt um euch jetzt rufen. Ich sage, sie kommen und das Amtsarzt entscheidet. Damit es nicht heißt, ja, klassischer Fall, ja, die Mutter. Und wir haben dann gefragt, ob sich das jemand anschauen kann, ob ein Medizinstudent da ist oder ein Arzt. Und eine Dame unter den, eine Dame da vorne. Und die ist Apothekerin. Und sie hat gesagt, sie geht auf und schaut sich an. Sie ist nach oben gegangen. Und ich weiß nicht, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich war so aufgeregt, weil mich hat das so betroffen. Aber es war noch jemand bei Ihnen, bilde ich mir das ein. Sie waren dort am Bett und du warst noch dort. Ihr wart beide dort, du bist auch aufgelaufen zur Mama. Ja, genau. Und sie haben dann. Ja, und ich bin ins Zimmer, weil ich sehe jetzt noch ein bisschen von meinem Schatz. Und sie haben dann die Rettung gerufen. Sie haben gesagt, ich habe die Rettung gerufen, weil ich bin Ersthelferin und wenn ich so jemanden in der Apotheke habe, dann rufe ich auch die Rettung. Also kann ich sie nur erst versuchen. Das ist jetzt die Rettung. Ja. Ich würde gerne Ihnen sagen, wo Sie sind, wenn das jetzt nicht verlaut waren, in welchem Spital Sie untergekommen sind. Und der Arzt, der da war, kennt Frau Beber, der mit der Rettung gekommen ist, der hat sie schon einmal beim mitgenommen und hat auch gesagt, es wäre wichtig, wenn eine Vertrauensperson mitkommt, wenn der Sohn mitkommt, wenn sie das wünscht. Jetzt ist der ältere Sohn mit ihr mitgefahren ins Spital. Den Magomed haben wir da gelassen, weil den kennen wir eh gut. Also, ist das, ja. Was ist jetzt mit dir? Wirst du jetzt hier bleiben oder gehst du zurück ins Caritashaus? Hier bleiben. Recht auf Pflege und Erziehung hat die Mutter. Ja, und das ist aber so, dass es im Moment besser ist, wenn er im Haus bleibt. Also das war auch so, wir haben das auch, aber Sie können dann haben Sie mit der EMF gesprochen? Ich habe nur gefragt, wie das jetzt ist, weil der Herr Kraxler hat mir nämlich heute gesagt, er hat die Jugendwohlfahrt informiert. Die Jugendwohlfahrt ist heute nicht informiert worden. Sie ist informiert worden? Nein, die haben mir eine E-Mail geschickt, Frau Irine, das würde Sie interessieren. Ich habe dann angefragt, bevor ich den Magister Kraxler gefragt habe, habe ich die Jugendwohlfahrt angefragt. Die Jugendwohlfahrt hat gesagt, Sie dürfen mal Auskunft geben, Sie müssen dann mit der Leitung sprechen. Dann habe ich den Magister Kraxler angerufen, der hat mir eh ganz korrekt gesagt, 18 Uhr wird man vorbeikommen. Er hat auch gesagt, Team und wird alles so sein. Und er hat gesagt, man hat die Jugendwohlfahrt angefragt, aber wir sind nicht sicher, ob sie kommt, das weiß ich eh. Ja. Also das liegt ja immer am Essen der Jugendwohlfahrt. Und um 11 Uhr irgendwas, das würde ich Ihnen gerne mitgeben oder Ihnen gerne übermitteln, das E-Mail, vielleicht gleich, wenn Sie noch kurz Zeit haben. Sie können mir das gerne geben. Die Jugendwohlfahrt hat gesagt, es wurde überhaupt nie angefragt, weder in der MA15 schriftlich die Leiterin, noch in der MA12. Und die MA11? Also noch in der MA11 wurde, ja, Entschuldigung, die MA11 wurde weder im 15. angefragt vom Magister Kraxler, noch im 12. Bezirk habe ich das E-Mail. Das hat jemand andere gemacht, aber das von der Fremdenpolizei. Das E-Mail können Sie mir gerne geben. Ja, wird Sie sich interessieren? Ja. Sie haben gesagt, niemand, Sie werden in keinem Fall bei einer Abschiebung eines Minderjährigen informiert. Ja.
Dr. Jelinek, ist die Abschiebung jetzt aufgehoben oder aufgeschoben? Es wird jetzt keine Festnahme geben. Das ist jetzt einmal der Stand der Dinge. Also aufgeschoben? Heute, jetzt. 18.50 Uhr. Jetzt wird sicher niemand festgenommen und jetzt wird auch sicher niemand abgeschoben. Aber die Fremdenpolizei hat den Magomet dreimal schon von der Schule abgeholt. Wie lange wollen Sie dieses Katz-und-Maus-Spiel weiterspielen? Ich spiele grundsätzlich keine Spiele, schon gar nicht mit Menschen. Wenn die Mutter jetzt da gewesen wäre, wäre es zu einer Festnahme gekommen? Ich denke, dass eine Amtshandlung jetzt einmal nicht mit den Medien diskutiert wird. Ich bin gern bereit, grundsätzlich Auskunft zu geben, aber ich habe noch mit der Frau Klaritsch einiges zu besprechen und das ersuche ich, sie auch zu respektieren. Okay. Möchten Sie vor der Öffentlichkeit verbergen, wie die Fremdenpolizei ihre Arbeit macht oder haben Sie sonst Probleme mit der Öffentlichkeit? Ich habe überhaupt kein Problem mit der Öffentlichkeit. Warum glauben Sie, warum ich jetzt hier stehe? Warum sind Sie das letzte Mal nicht gekommen mit den Kindern, so wie das damals war? Warum wurde da Polizei mit Ich bin seit 18. Oktober 2010 vorübergehend mit der Leitung des Fremdenpolizeilichen Büros betraut. Frau Dr. Jelinek, ich bin Redakteur von Thema. Ich habe letzte Woche am Dienstag angefragt über Ihre Presseabteilung und Sie haben sich geweigert, etwas zu der neuen Form der Fremdenpolizei zu sagen. Wir haben gestern den Beitrag gemacht, ohne dass jemand vom Innenministerium, ohne dass jemand vom Innen ein Statement abgegeben hat. Ja? Ich möchte es nur dazu sagen, weil Sie sagen, Sie scheuen nicht die Öffentlichkeit. Sie haben mit der Pressestelle gesprochen. Und die hat mit Ihnen gesprochen, hat gesagt, wir würden im April etwas bekommen. Ich habe eine ganz wichtige Frage, bitte schön, das muss jetzt unbedingt sein, und zwar sind Videoaufnahmen, weil Sie von der Öffentlichkeit gesprochen haben, von der letzten Abschiebung von den Komani-Kindern bei Klone TV gelandet, und zwar aufgenommen von der Polizei. Darauf waren zu sehen, die Frau Klaritsch unverpixelt, die Kinder unverpixelt, der Vater unverpixelt, aber sehr wohl unkenntlich gemacht, sämtliche Beamtinnen, die bei der Amtshandlung dabei waren. Ich habe eine Auskunft bekommen von Herrn Haslinger, vom Polizeisprecher, dass das ja, das ist in Ordnung, das haben wir Ihnen geliefert. Und die zweite Aussage war von einem Beamten, der ihn mitfilmt, der gesagt hat, ja, wir suchen den Schuldigen schon. Können Sie uns dazu irgendwas sagen? Dazu kann ich Ihnen gar nichts sagen. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Ich würde gerne was sagen. Ich bin noch immer sehr aufgeregt über die Situation, die heute im Haus war. Ich möchte auch dazu sagen, dass es das erste Mal ist, dass sich die Leiterin der Fremdenpolizei sehr ruhig und sehr gefasst in einen Raum begibt und mit mir dieses Gespräch führt. Auch wenn ihr sehr kritisch seid und ich es immer war, ist das schon einmal ein großer Schritt. Die Tragödie, die sich hier im Haus abgespielt hat, ja, mit der Mutter von Magomet, hat nichts mit der Frau Dr. Jelinek und auch nichts mit den Beamten, die noch nicht da waren, zu tun. Ich muss das sagen, weil sie müssen das jetzt machen, was sie zu tun haben. Und die Rechtslage, habe ich heute mehrfach betont, ist in dem Fall eindeutig. Das Drama, das heute sich abgespielt hat und warum es mir die Luft weglässt, ist, weil das Gesetz in dem Fall keinen Spielraum für diese Härtefälle zulässt und weil wir das ändern müssen. Es hat sich etwas bewegt, nämlich dass Sie jetzt hier stehen, dass Sie sehr ruhig sind, dass Sie sagen, es wird keine Abschiebung stattfinden, es wird keine Festnahme stattfinden. Das war nicht so. Ja, das war früher nie so. Aber nichtsdestotrotz, es ändert nichts daran, dass eine Frau zum x-ten Mal, ich weiß nicht in welchem Zustand, in eine Psychiatrie kommt. Und das müssen wir ändern. Ja? Wenn sich ein bisschen was bewegt, Gott sei Dank hat es sich bewegt. Ja? Oder habt ihr schon einmal so eine Situation erlebt? Ich nicht. Ja? Und es war auch noch nie so, dass jemand herkommt und gleich zu Magomet sagt, heute nicht. Und wenn du dich hier wohlfühlst, dann bleib da. Ich glaube, das sollten wir auch anerkennen. Das muss ich sagen. Dankeschön.